Hallo, liebe Leute, heute möchte ich euch zeigen, wie man hier in Deutschland vernünftige Mangos, reife, leckere Mangos sich aussucht. Denn ich sehe immer noch so viele Menschen vor den Mangos im Supermarkt mit verwirrten Blicken und am Ende wird einfach irgendeiner gegriffen und dann wahrscheinlich gehofft. Und ja, viele Menschen geben, glaube ich, schnell auf, dann was Früchte angeht hier in Deutschland, weil wenn man immer nur Früchte isst, die gar nicht schmecken, dann macht es auch keinen Spaß. Und ich glaube, viele Leute denken immer noch, man geht in den Supermarkt und da ist ja alles zum Essen und dann suche ich mir was aus und dann kann ich das essen. Ja, bei den ganzen verpackten Lebensmitteln stimmt das natürlich auch, die sind halt alle gleich, aber Früchte, jede Frucht ist komplett unterschiedlich. Da funktioniert das halt nicht so und ein Großteil der Früchte, die du im Supermarkt siehst, sind einfach nicht gut, schmecken nicht gut, sind nicht reif, werden auch nicht reif. Und deswegen ist es wirklich wichtig, wenn man leckere Früchte essen will, dass man da sich etwas auskennt und ein Gefühl dafür kriegt und übt und mehr übt, gute Früchte aufzusuchen. Und heute machen wir erstmal mit den Mangos. Ich habe hier in meinem Körbchen vier verschiedene Mangos von vier verschiedenen Supermärkten und zeige euch einfach mal, wie unterschiedlich die sein können und wie unterschiedlich reif die sein können. Also eine reife Mango, die meisten wissen es, sollte auf jeden Fall schon mal weich sein. Das ist immer das erste Merkmal. Jeder greift ein bisschen die Mango durch. Aber wie weich soll sie denn wirklich sein? Hier im Moment haben wir die Kent-Mangos größtenteils in Deutschland. Die gibt es eigentlich im Moment so in jedem Supermarkt. Die sind jetzt eine von Lidl, eine von Kaufland, eine von Edeka und eine von Aldi. Und hier ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Steht auch drauf. Mal sehen, ob ihr das lesen könnt. Reif und lecker steht da drauf. Und diese Mango ist definitiv nicht reif, denn ich zeige euch mal die Unterschiede. Also hier habe ich eine reife Mango, die habe ich schon 2 oder 3 Tage liegen, 3 Tage liegen von Kaufland. Und die ist jetzt tatsächlich reif. Hier könnt ihr sehen, kann man so richtig eindrücken. Gerade die Kent-Mango, es kommt auf die Sorte total an. Jede Sorte ist unterschiedlich. Und gerade die Kent-Mango darf sehr, sehr weich werden. Und hier die Mango von Aldi gerade, die habe ich auch schon seit, glaube 2 Tagen liegen. Man kann die auch schon etwas eindrücken, aber viel, viel weniger. Und wenn man so die in einer Hand hält und mal so drückt, fühlt sich's immer noch an, als hätte man so einen, ja, fast einen festen Stein in der Hand, der so ein ganz bisschen nachgibt. Wenn man das jetzt aufschneiden würde, da wäre noch nichts mit leckerem, süßem Fruchtfleisch. Das wäre noch sehr unreif und die Chance, dass die Mango nachreift, ist auch noch nicht garantiert. Deswegen im Supermarkt immer schon am besten die weichsten aussuchen. Hier habe ich noch eine von Lidl. Die gibt auch schon ein bisschen nach, sieht man hier. Würden viele Leute wahrscheinlich auch schon denken, ach, die ist ja, die kann man bestimmt schon essen. Aber wenn man die anfasst, merkt man, es ist nur außen, ganz außen unter der Schale ist es ein bisschen weich. Aber das ganze Fleisch direkt am Kern ist total hart. Und die Mango, vielleicht schneide ich mal sogar so eine auf, die wird einfach noch total fest und hell weißgelb aussehen und nicht so schön orange. Und dann habe ich hier noch eine von Edeka. Die sind meistens etwas reifer schon, wenn man sie kauft. Die könnt ihr sehen, kann man auch so richtig schon reindrücken. Viel, viel mehr. Die ist auf jeden Fall schon etwas reifer. Und die könnte man auf jeden Fall schon so essen. Kann man sogar noch 1, 2 Tage liegen lassen. Und ja, das ist schon mal das zum Weich. Wenn eine Mango komplett steinhart ist, niemals kaufen. Die Chance, dass diese Mango nachreift, ist gering. Und es lohnt sich nicht, das Risiko einzugehen. Es sollte wenigstens, so wie die ich gerade gezeigt habe, so ein bisschen nachgeben. Dann hat man noch eine Chance, wenn man die jetzt noch so 2, 3 Tage liegen lässt, dass da noch was Essbares bei rumkommt. Noch ein Merkmal ist dann natürlich, ich weiß nicht, ob ihr das hier vielleicht sehen könnt bei der Mango. Hier schimmert es so ein bisschen. Hier ist nämlich schon so ein bisschen Zucker quasi, Zuckerwasser aus der Mango oben, aus dem Stiel. Das sieht man auch hier oben, ist so ein bisschen shiny, glänzend, der Stiel. Das ist Zucker, der aus der Mango oben schon so ein bisschen rausgetreten ist und dann hier auf der Schale ist. Das ist ein sehr gutes Zeichen, dass die Mango schon süß ist. Und dann kann man vor allem am Stiel etwas riechen.
Da sollte es auf jeden Fall schon fruchtig nach Mango riechen, sonst die hier nämlich, wenn ich hier dran rieche, an denen, die noch nicht so weich sind, riecht nach gar nichts. Und die hier auch nach nichts. Generell für gute Früchte immer die Nase benutzen. Ganz, ganz wichtig bei den meisten Früchten, so wie hier Orangen auch. Immer Geruch ist sehr, sehr ausschlaggebend bei vielen Früchten. Und ja, man könnte sogar, wenn man den Stiel hier so ein bisschen, wenn man den rauspittelt, aber sollte man vielleicht nicht im Supermarkt machen, dann riecht es natürlich, ja, dann fängt es, die Mango merkt man, die ist reif, weil da fängt es direkt noch viel stärker an zu riechen. Eine Sache, die mir gerade noch eingefallen ist, muss ich noch hier hinterher reinschneiden, und zwar die Schale nochmal von den Mangos. Es gibt zwar auch Mangos, die sich zwar weich anfühlen, aber die Schale ist total schrumpelig. Und von dem Mangos würde ich auch eher Abstand halten, da diese schrumpelige Schale ein Zeichen dafür ist, dass die Mangos einfach alt sind. Oft sind das auch Früchte, die unreif geerntet wurden und dann einfach lange gelegen sind. Und ja, alle Früchte, die lange liegen, werden auch irgendwann weich. Früchte fermentieren halt. Und ja, in den meisten Fällen schmecken die dann auch nicht besonders lecker. Also eine frische, wirklich frisch aussehende Schale ist auch ein wichtiges Zeichen für gute Mangos. Und ja, das sind eigentlich so die ausschlaggebendsten Zeichen. Das Wichtigste ist wirklich, dass eine Mango wirklich weich ist und dann, dass sie riecht. Und ich gehe mal so ein bisschen auch nach Farbe. Ich weiß, viele Leute, viele andere sagen, die Farbe bei Mangos ist total egal. Stimmt hier und da so. Also ich habe auch schon Mangos gehabt, die komplett grün aussahen von außen und trotzdem ganz gut geschmeckt haben. Trotzdem versuche ich ein bisschen nach Intuition, nach Gefühl zu gehen, die Mangos mir anzugucken und einfach nach Gefühl schauen, welche Mango sieht denn so frisch und strahlend aus und hat einfach eine gute Ausstrahlung. Und es ist ganz unterschiedlich. Also die Farbe kann man nicht voll drauf vertrauen, weil hier habe ich eine, die sieht schön so orange und so aus, ein bisschen rötlich, viel weniger grün als die anderen, aber die ist total hart, da geht noch gar nichts. Also das sagt auch nicht immer alles, gerade hier in Deutschland sagt die Farbe nicht allzu viel. Ja, dann teste ich einfach mal für euch hier. Die schneide ich mal die Reife von Edeka auf. Mein Tipp gerade diese Woche, Edeka, Mango im Angebot, super günstig. Achso, ich wollte euch noch zeigen, dafür packe ich die Kamera mal hier runter. Dann zeige ich euch in diesem Video einfach nochmal, wie man denn am besten so eine Mango aufschneidet am einfachsten. Dafür nehmt ihr die Mango hier oben. Ihr könnt hier unten, wenn ihr wollt, könnt ihr das zum Beispiel so ein bisschen abschneiden. Dann könnt ihr die leichter hinstellen, dann steht hier auch. Muss man aber nicht unbedingt. Und dann kann man hier an der Seite, in der Mitte ist halt ein relativ großer Kern. Und dann versucht man an dem Kern entlang abzuschneiden, dass man dann so ein Oval hat. Und dann dreht man die Mango einfach nochmal um. Auf der anderen Seite nochmal erfühlen, wo der Kern ist. Die sind manchmal ganz unterschiedlich geformt. Muss man echt zu sich ein bisschen rumtasten. Und dann hat man hier noch ein Oval. Und dann gibt es noch ein bisschen Fruchtfleisch an den Seiten, was man hier so seitlich auch am Kern entlang hinunterschneiden kann. Alles, was jetzt noch übrig ist, kann man auch noch so entweder mit dem Messer ein bisschen abhitteln oder man steckt es einfach in den Mund und schlabbert den Rest ab. Hier, wenn man Lust hat, kann man einfach mit einem Löffel einfach reingehen und sich das so rausholen. Oder wenn man es so essen möchte, kann man hier diese schönen Quadrate reinkappen und dann kann man die Mango so auch aufklappen. Sieht auch super schön aus, wenn man die auf den Teller legen möchte. Sieht das schön aus. Und ihr seht, die Mango hier ist relativ reif auf jeden Fall. Die hat eine schöne Farbe. Kann ich mal probieren. Die schmeckt schon mal ganz gut. Und geht sogar noch reifer. Wie gesagt, da diese Kent-Mangos dürfen wirklich reif werden. Und jetzt opfere ich mal eine, wo ich glaube, die wird eh nicht mehr reif. Nämlich die hier, die ich von Aldi hatte. Die hier, ne? Viele Leute, habe ich letztens erst ein Video gesehen, wenn man reindrückt und der Abdruck bleibt in der Mango, dann soll sie angeblich reif sein. Tut es hier, aber
Ich garantiere euch, wenn ich hier reinschneide, wie ich es gesagt habe, seht ihr den Farbunterschied? Hier habe ich ein schönes Gelb bis Orange. Hier habe ich mehr ein Weiß bis Gelb. Und habe so, ich kann ja mal die gleichen Quadrate reinschneiden. Ist viel schwieriger reinzuschneiden erstmal. Total hart. Und wenn ich das hier auseinanderklappe, sind das einfach harte, die kriege ich gar nicht richtig raus, ohne die Schale mit abzuziehen. Wenn ich da mal einfach probiere. Ja, ist crunchy. Schmeckt nicht extrem schlimm, aber schmeckt einfach nicht süß und mehr säuerlich und nicht wirklich viel nach Mango. Wo die hier hingegen hat wirklich einen Mango-Geschmack und ist süß. So, das sollte es erstmal gewesen sein von diesem Video für die Mangos. Ja, ich möchte in Zukunft gerne mehr solche informative Videos, einfach simple Videos machen, weil ich das Gefühl habe, Leute in Deutschland, ich habe 2 Jahre in den Tropen in Thailand, in Südostasien, in Thailand, in Bali, in Malaysia gelebt und extrem viel Früchte gegessen und super viel über Früchte gelernt, wie ich reife Früchte finde und alles. Und dachte mir, ich teile diese Erfahrung jetzt einfach mit Menschen, weil in wärmeren Ländern, selbst wie Spanien, wo die Früchte meistens herkommen, haben viele Leute noch mehr Bezug zu den Früchten und wissen auch, was eine reife Mango ist oder wie man eine gute Frucht aussucht. Hier in Deutschland habe ich oft das Gefühl, es wird niemandem beigebracht und wir haben gar nicht so einen Fokus auf Früchte, hier wächst nicht ganz so viel und die Leute wissen gar nicht mehr, wie sie sich eine leckere Frucht aussuchen. Und dementsprechend landet auch so viel Müll in den Supermärkten. Von den Mangos meistens sind irgendwie 90% nicht essbar wirklich oder nicht wirklich genießbar. Und wenn man wirklich alle durch ist, ist ein bisschen mehr Arbeit. Man muss alle Mangos durchgehen, ein bisschen antesten, ein bisschen versuchen zu riechen. Manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben, dass ein Mango noch nachreift. Aber es ist einfach ein bisschen mehr Arbeit, gute Früchte sich auszusuchen. Dafür lohnt es sich auch, dass man dann, ja, ne, seht ihr, sowas statt sowas essen kann. Und viel mehr für sein Geld sozusagen auch bekommt. Ja, und wenn die Leute wüssten, wie man gute Früchte sucht, dann müssten die Supermärkte sich auch mehr und mehr anpassen und wirklich reife und leckere Früchte dahin transportieren. Aber wenn die Leute immer weiter steinharte Mangos kaufen, dann brauchen die Supermärkte ja auch nicht viel ändern. Also manchmal muss man auch seinen Geldbeutel wieder in die Tasche stecken und ohne Mango nach Hause gehen, weil, oder des Öfteren sogar, weil man des Öfteren geht man in den Supermarkt. Jede Mango ist hart und es lohnt sich einfach nicht, das Risiko einzugehen, davon eine zu kaufen. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine komplett harte Mango wirklich noch nachreift, ist super gering. Oft sind diese Mangos, die so leicht weich von außen wären, aber immer noch hart in der Mitte, die sind oft einfach zu unreif geerntet worden und reifen nicht mehr wirklich nach. Die kann man dann auch ewig liegen lassen und es wird einfach nicht mehr wirklich besser. Deswegen immer versuchen, Mangos zu finden, die schon echt sich weich anfühlen. Und dann muss man bei verschiedenen Sorten, wie gesagt, aber die typischste ist Kent hier. Ja, das ist meine Mission jetzt erstmal. Wenn ihr irgendwelche anderen Früchte habt, die ihr gerne wissen würdet, wie man eine gute Wassermelone aussucht, sonst was, schreibt mal in die Kommentare, was ihr gerne lernen würdet über Früchte. Ich glaube, ich kann da relativ viel mit euch teilen, was jetzt nicht direkt alles hier in meinem Kopf ist. Ja, so viel zu den Mangos erstmal. Ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Glück bei der Mangosuche. Und ja, lasst in den Kommentaren mich hören, was ihr ganz so gerne hören würdet über eure Lieblingsfrüchte. Und ja, in den nächsten Tagen möchte ich noch ein paar Reviews machen, so wie ich gerade ein bisschen die Früchte aus verschiedenen Supermärkten gegeneinander testen oder so. Wie sind Honigmelonen aus dem Lidl gegenüber die aus dem Netto oder sowas. Ein bisschen vergleichen, um euch zu zeigen, wo findet ihr die besten Früchte im Moment. Und jetzt kommt ja so langsam der Frühling und dann auch schon bald der Sommer und dann wird das mehr und mehr und mehr
Früchte wieder hier geben und dann kann ich euch wirklich noch mehr Videos bringen, welche Früchte ihr im Sommer wo gut kaufen könnt. Und ja, ich hoffe, euch hat das was gebracht und euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal einen Daumen nach oben hier und teilt das Video gerne mit euren Freunden, die auch gerne Mangos essen. Teilen, teilen, teilen. Die Menschheit muss lernen, wie man wirklich reife Früchte isst. So, und dann ist meine Batterie hier leider ausgegangen. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sehe euch beim nächsten Video. Bis bald!